Ja, lieber Randfix, das war ein fataler Fehler. Schockierend! Ja, lieber Randfix, das ist die Stolonifera. Das ist ein tolles Gras für Golfplatzgrüns. Aber nichts für 30, 40, 50, 60 mm Schnitthöhe. Nichts. Nichts. Dieser Filz. Das ist absolut verfilzt. Es ist nicht die Pua Trivialis. Nein, es ist die Agrostis Stolonifera. Stolonifera. Das Flechtstraußgras. Ja, und jetzt? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Das ist die große Frage. Darüber diskutieren wir jetzt. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Vor vielen Jahren habe ich gedacht, ich kaufe mir das beste Gras, was man hier auf so einer Rasenfläche aussehen kann. Und dann wird mein Rasen so toll aussehen. Und habe das hier ausgesät, mal hier, mal da, vor allem hier auf der Fläche. Hier war mal früher ein Puttinggrün. Und ich dachte, für so ein Golfplatzgrün ist das das beste Gras. Ja, das Gras hat sich mittlerweile überall ausgebreitet. Da hat sich es ausgebreitet, hier überall. Erkennt man gut an diesen braunen Stellen. Hinten habe ich es auch, da hinten vor allen Dingen zwischen dem Buchsbaum und unserem Wall. Da habe ich das Gras ausgesät. Hier mal so ein bisschen so, mal hier mal da gesteuert. Ich hatte noch was. Und auch da hat sich jetzt von diesem Bereich in die Fläche rein das Gras ausgebreitet. Es kriecht erbarmungslos über die Rasenfläche. Denn es ist das Creeping Bentgras. Die Agrostis stolonifera, das Flechtstraußengras. Ja, das ist das Gras Nummer 1 für Golfplatzgrüns. Da ist es das perfekte Gras. Das Gras bildet einen extrem dichten grünen Rasenteppich. Traumhaft. Wenn das richtig gepflegt wird, auf Schnitthöhen zwischen, sagen wir mal, 3 und maximal vielleicht 12 mm, so zumindest nach Turgeon. Turgeon, ich glaube, ich spreche ihn richtig aus, sonst blähe ich das hier mal ein. Das ist der Rasen, der amerikanische Rasenguru schlechthin. Ja, das Flechtstraußengras, die Agrostis stolonifera, ist ein oberirdisch ausläuferbildendes Gras, das ganz viele feine Triebe rauswachsen lässt, das alle anderen Gräser verdrängt, auf den Golfplatzgrüns allerdings die Poa nicht. Aber sonst ist das ein sehr stark verdrängendes Gras. Und das bildet so einen ganz dichten Teppich. Und für tatsächlich für kurz geschnittene Rasenflächen, für Golfplatzgrüns, ist das optimal. Aber in unseren heimischen Gärten, ich meine, ich schneide jetzt meinen Fairway auf 14 mm, das ist schon relativ tief. Ihr schneidet vielleicht 20, 30, 40, 50 mm. Da ist das Gras überhaupt nicht für geeignet. Es gab es sogar früher noch in Rasenmischungen für private Gärten. Hat man mittlerweile völlig rausgenommen. Die Deutsche Rasengesellschaft empfiehlt das auch auf keinen Fall mehr einzusetzen, weil das Gras unheimlich schwer zu pflegen ist. Und warum das so kritisch ist, zeige ich euch jetzt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so gut sehen kann. Also es sind immer so Nester, so runde Nester, wo das Flechtstraußengras sich ausbreitet hat. Da ist ein Nest, hier ist ein Nest. Daneben ist es noch nicht. Also es ist wie so ein, ne? Wie so kleine Felder. Wie das kommt, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das sind so vielleicht mal ganz lokale Pflänzchen, die dann immer weiter kreisförmig sich vergrößern. Und hier hinten, hier ist so ein Nest. Hier sind viele kleine Nester und das hier hinten, da ist ein Riesennest. Hier sieht man das so schön, richtig brutal skalpiert. Hier, richtig, das ist so filzig und fett. Hier ist es auch drin, da habe ich ein bisschen Glück gehabt beim Mähen. Und hier ist es wieder ganz krass,
richtig kaputt. Ja. So, und hier in der Fläche, hier ist das Gras noch nicht drin. Diese Fläche hier, die habe ich auch von 40 auf 30 runter reduziert. Aber hier ist die Lolium und die Pratensis drin. Die haben da super weggesteckt, die Gräser. Super. Ich zeige es auch hier nochmal. Das ist hier auch ganz dicht. Und das wird so dann so schuppenartig. Das überlappt sich. Das kann man dann richtig so hochziehen. Ist nicht besonders scherfest, also lässt sich relativ leicht ausreißen. Und wenn man nicht kontinuierlich mäht, praktisch jeden Tag, dann wechselt es ein bisschen stärker aus. Dann mäht man wieder und skalpiert man es sofort. Und dann ist es sofort braun, weil es so dicht ist und weil nur an der Oberfläche die Gräser noch grün sind und darunter sofort braun sind, weil da kein Licht dran kommt. Ja, da sieht man vielleicht doch. Das ist so richtig schuppig. Wie so ganz leicht gewellt. Das ist, wenn man rübergreift, dann ist das so dicht. Da sieht man es gut. Das ist so dicht. Und das ist genau dieser Filz. Das ist genau der Filz. Und wenn ich da ein bisschen stärker arbeite, dann reiße ich den hoch. Und ein bisschen, ne? Und dann sieht die Fläche schon so aus. Man kann so eine agroste Schlonifera-Fläche, so eine Flechtstraußgrasfläche, kann man pflegen. Das heißt, viel Stickstoff, viel Wasser, einmal in der Woche besanden, topdressen, alle zwei Wochen aerifizieren, kann man machen. Wird auf dem Golfplatz ja auch gemacht. Wenn man sehr viel Spaß hat natürlich an diesen Tätigkeiten, macht auch Spaß, aber ich möchte es auch nicht übertreiben, dann kriegt man das hin. Ich müsste jetzt hier die Fläche runtermähen, ich sag mal vielleicht auf, ja, man könnte mal versuchen mit 12 anzufangen, ich müsste mal 14, mit 12 anzufangen, dann wird es erstmal braun, dann muss man oft mähen, ach ja, und ganz viel mähen, ne? Fast jeden Tag mähen. Und dann kriegt man auch schon den Teppich hin, ne? Sanden, erifizieren, immer wieder, das ganze Jahr durch. Und wenn man das dann auf dieser Fläche hinbekommen hat, dann gibt es noch die anderen Flächen, die da. Im Laufe der Jahre ist das Gras hier komplett reingewachsen. Und jetzt ist das hier drin. Und jetzt habt ihr gesehen, was passiert, wenn man jetzt das Gras mal etwas tiefer mähen möchte. Man skalpiert die ganze Fläche ist braun. Das ist quasi hin, die Fläche. Und das dauert natürlich jetzt Ewigkeiten, bis sich wieder die Blätter gebildet haben, bis sich wieder die grüne Farbe gebildet hat. Total empfindlich. Was mache ich jetzt? Was macht jetzt der Rasenfreak? Das ist jetzt die entscheidende Frage, die ich mich kaum traue, mit euch zu teilen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist kultivieren. Das haben wir gerade besprochen. Also runter auf kleiner gleich 12 mm Schnitthöhe. Alles runter. Und dann eben den Pflegeaufwand akzeptieren. Die zweite Möglichkeit ist totspritzen. Ja, die zweite Möglichkeit. Und jetzt geht's los. Die ganzen Totalherbizide, die es heute gibt, die haben keine Kraft mehr. Das Einzige, was wirklich radikal helfen soll, ist Glyphosat, sprich Roundup. Und das ist ja in der heutigen Gesellschaft schon ein Unwort geworden. Ja, Glyphosat, krebserregend, was nicht alles, ne? Bienen sterben, Insekten sterben, kann man nicht seriös machen. Aber ich weiß nicht, wie ich hier gegen diese Agrostis vorgehen soll. Die dritte Möglichkeit ist abschälen. Ja, und abschälen, nicht nur hier 2 cm, hat mir ein Experte gesagt, da musst du mit dem Bagger ran. Da musst du hier 10, 20 cm musst du hier runterziehen, die ganze Fläche. Da darf nicht eine Stolone, nicht eine Wurzel, oberirdische Wurzel, nicht mehr sein. Also ein oberirdischer Ausläufer, nicht die Wurzel, das sind die Ausläufer, ne, wo jetzt die Gräser rauswachsen. Da darf nicht eine Stolone mehr in der Fläche sein. Weil von da hat man wieder so einen Hotspot, wo sich das Gras draus entwickelt und verbreitet. Ja, lieber Rasenfix, das war ein fataler Fehler. Das war ein fataler Fehler, den ich aus Unwissenheit begangen habe.
Ihr wisst ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich habe mich nicht ausreichend damals mit Gräsern und den Auswirkungen dieser Gräser beschäftigt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich tue. Ich habe nur ganz einfach gedacht, ne, Golfplatzgrün, das ist das Gras. Also ist das Gras toll, weil das Grün sieht ja toll aus. Ja, aber so einfach ist es nicht. Es gibt die ganze Bandbreite von Gräsern, die wir hier auf unserer Rasenfläche sehen können. Angefangen bei der Lolium perenne, einer der beliebtesten Gräser, weil sehr schnell auflaufend, aber Horst bilden, das heißt nicht in die Breite wachsend. Das heißt, wenn Lücken sind, muss man diese Lücken immer wieder nachsehen. Dann gibt es die Wiesenrispe, die Poa pratensis, ein sehr etwas breitblättriges Gras, das eher so in der unteren Grasnarbe wächst und ja, so bläulich-grün ist, so ein bisschen dunkelgrüner. Ausläufer bildet unterirdisch. Ich finde es sehr interessant, das Gras. Dann gibt es die Schwingelgräser, also den Rotschwingel, die Festuca rubra. Sehr, sehr feine Gräser mit ganz, ganz feinen Blättern. So ein bisschen borstenartig. Ein hochinteressantes Gras, braucht wenig Wasser, braucht wenig Nährstoffe. Ist vom Trend her gerade voll gehypt, gerade im Greenkeeping, auch bei vielen Rasenfreaks, weil es eben deutlich weniger, ja, umweltbelastend ist durch Nährstoffe, durch Wasserbedarf. Von der Pflege auch nicht ganz einfach, weil es auch sehr stark zum Verfilzen neigt. Diese Blätter werden sehr, sehr schwer nur von den Mikroorganismen abgebaut, weil da ist Lignin drin. Das ist wie so eine, das ist so eine Holzigkeit, kann man sagen. Was haben wir denn noch? Da haben wir die Supina, die Poa supina, auch ein bisschen helleres Gras. Auch ein bisschen breitblättriger, oberirdischer Ausläufer bildend. Viel Nährstoffe, viel Wasser, weil wurzelt nur sehr flach. Tja, das sind so, schnell überlegt, die wichtigsten Gräser. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Dann gibt es noch die Festuca arundinacea. Das ist ein sehr tiefwurzelndes Gras, aber sehr, sehr breitblättrig, was man auch als trockenresistent schon bezeichnen kann. Die Südgräser würde ich überhaupt nicht hier in Erwägung ziehen, weil dafür sind wir hier noch nicht zu sehr haben wir noch nicht das Südlandklima, was diese Gräser dann letztendlich erfordert. Ich tendiere tatsächlich zu der Poa pratensis in Kombination mit der Festuca rubra. Diese Kombination hat mir ein Greenkeeper an der Deuler bei meiner Greenkeeping-Ausbildung empfohlen. Und das finde ich schon einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Man kann natürlich auch die Poa annua kultivieren, das wäre nochmal ein extra Thema. Ja, aber das ist genau der Punkt. Die Poa annua, auch flachwurzelnd, auch sehr dominant, tiefschnittverträglich. Auch noch ein wichtiges Thema, die Tiefschnittfähigkeit, habe ich jetzt gar nicht angesprochen. Ja, das Gras braucht natürlich auch viele Nährstoffe, viel Wasser. Deswegen sind Gräser, die ein bisschen robuster sind, wie die Festuca und die Pratensis, die ist auch schon robuster, sehr viel interessanter. So, ich habe gesagt, es wird ein episches Video. Ich habe gesagt, das wird schwierig. Ich bin jetzt mal für heute mit dem Thema am Ende. Wir haben uns noch nicht entschieden. Wir werden in diesem Herbst auf keinen Fall die ganze Fläche neu machen. Das habe ich zumindest schon entschieden, weil ich will auf jeden Fall erst den zweiten Teil meiner Greenkeeper-Ausbildung hinter mich bringen. Da kommen noch ganz, ganz wichtige Gräser und da kommt das Thema Düngung und da kommt das Thema auch Krankheiten. Die Agrostis stolonifera zum Beispiel ist auch sehr empfindlich, was Dollarspots angeht, was Schneeschimmel im Winter angeht. Das Thema hatte ich auch noch nicht in meiner Ausbildung. Also, ne, Wissen ist Macht, nichts Wissen macht, nichts ist falsch. Ich glaube, wir müssen uns schon sehr, sehr schlau machen, um dann noch das Richtige zu tun. Um dann eben gerade auch solche fatalen Fehler nicht zu begehen. Ich habe sie jetzt begangen. Ich hoffe, ihr habt das nicht, das Problem. Ihr habt vielleicht andere Probleme in eurer Fläche. Und der Rasenfreak, ja, muss eine Entscheidung treffen. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Und ja, wenn ihr noch ein Video schauen wollt, ne, das ist mein neuestes Video. Und das Video hat der Algorithmus vielmehr für euch ausgesucht. Und ich freue mich sehr über ein Abo. Das hilft dem YouTube-Algorithmus, damit ich halt noch ein bisschen bekannter werde.
Und ich freue mich vor allem auf über den Daumen. Danke fürs Zuschauen. Es bleibt spannend. Tschüss.